den Entwurf seines Lebens hat er abgeschrieben von den Großen, von den Dichtern, von den Lenkern. Aufgesogen, was sie waren und zu werden, wer wollte sein, war am Ende unter ihnen, aber dabei ganz allein. Vielleicht ist das ja, was passiert, an ein Vorbild ein, dachte er dem Unglück nach. Da wurde er alt und ihm wurde klar, dass er selber Vater war. Und er erinnert sich, sei dieses hier, nur das dann nicht. Aber vor allem wichtig ist, dass du stets ein Vorbild bist. Scheiße, was ein Mist. Wenn es stimmte, wollte er's nicht. Denn er wusste ja, was passiert, wenn man für andere Vorbild ist. Keines wollte er sein, das wurde ihm klar. Wer war er schon? Gab es doch Shakespeare im Museum. Papillon. Die gab er seinem Sohn, den Entwurf seines Lebens hat er abgeschrieben von den Großen, von den Dichtern, von den Lenkern. Aufgesogen, was sie waren, um zu werden, wer wollte sein, war am Ende rücken. Formt man ein Vorbild ein, er will keins mehr sein. Einfach sein, kein Vorbild allein. Wer war er schon? Gab es doch Shakespeare im Museum? Fabio. Shakespeare, Musil, Papillon.